Du musst ein Trine sein in dieser Welt. Ein Trine sein. So, mit diesen intellektuellen Worten von unserem Ritter Pontius oder auch Bacon Lorange genannt, geht's weiter bei Trine 2. Mit dabei sind wie üblich der Shadowrunner als Magier. Hallo. Und Beate, die Abenteurerin, der Sender. Hallo. Gut, und dann muss dann nur noch einer so rüberspringen und ihr müsst überlegen, wie ich das jemals schaffen soll. Wahrscheinlich oben auch nochmal eine Kiste und irgendwie eine. Gehen wir mal ein Stück weg, bitte. Achso. Und dann oben wahrscheinlich eine Bubble. Ja, das könnte natürlich klappen, obwohl ich bin gerade überlegen, oh, das. Also, wenn ich das glaube ich. Also, ich. Wenn du warte eben mal kurz und. Willst du da eine Bubble dran schießen, eventuell? Nein, willst du nicht. Hui! Du hättest ja, auch einfach auf den. Naja, egal. Nee, ist. Gut. Ah, das Levelaufstieg oben rechts, das nervt mich. Da rechts hat schon was bewegt. Dann drück doch mal Tab und verteil deine Punkte einfach. Ich habe ja alle Punkte verteilt, ich kann ja keine mehr. Doch, du kannst sie den anderen geben. Ach so, ja. Dann sollt ihr es vielleicht das wäre machen. Das wäre für den Fall, dass wir das die egal. Klassen ja wechseln. Oh. Oh. Ja, ja, er hat wieder uns erledigt. Eine Geschichte sollte nicht. Ach nö, ernsthaft? Warte mal, nee, das ist ja nicht mehr so schlimm. Na, oh, oh, ich bin losgesprintet in die falsche Richtung. Könnt ihr mich nochmal eben wiederbeleben? Respekt. Ja, das war wirklich eine Glanzleistung. Was machst du hier? Macht alles kaputt hier, da mit dem Rohr und. Ja, ich gebe mal eben einmal ganz fix meine Punkte aus. Der Typ ist da. Also einer von denen. Kannst du den nicht mal hochheben? Naja, ja, hab ich schon gemacht. Ich bin auch so gut wie da. Hui, ich hab's geschafft, da unten in den Schoß zu fallen, weil ich gesprungen bin. Oh mein Gott, bin ich gerade schlecht. Warte mal, ich fahr uns mal hoch, kannst du den von da erschießen? Was meinst du gerade? Nein, dann springen wir auf das andere. Doch, doch, das passt schon. Fahr uns wieder hoch. Bist du sicher, dass du den triffst? Ah, sehr schön. Danke für das Vertrauen. Ich hatte kein Vertrauen in mich. Wir kommen auch leider nicht nach links. Das ist nicht schlimm. Der Sender räumt ja einfach eben auf. Ich weiß jetzt nicht, ob der Shadowrunner vielleicht nicht noch so eine Zeitwolke von dir braucht. Nee, nee. Ich hab schon so, müsste das gehen. So. Moment. Dies wird unser Tod sein. Keiner hört, dass ich huste. Oh, du bist ja wieder da. Das ja, ist schön. Ich bin wieder da. Es wird unser Tod sein, der Abhang. Ich ja teste das mal. Ihr seid ja noch oben an der Kugel. Der Abhang wird unser Tod sein. Ja, ja. Wir müssen da vorne die Mögt Kugel ihr mich denn noch wiederholen? Ja, gleich. Ja. So, jetzt hat's geklappt. Und das blockiert wahrscheinlich unten irgendwas. Ja, da war ein Loch, genau. Jetzt geht's. Ui. Das ist ja mal für eine große Schneeballschlacht. Oh, hier passiert bestimmt irgendwas. Ja, nein. Ich sehe schon wieder Licht von oben. Muss man doch bestimmt irgendwas und mitmachen. Da vorne muss es wahrscheinlich dran. Wie gut das hier in der Kugel ist, ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ah, den haben wir doch schon fast tot. Ja, ich kann nämlich auch mit dem leider nichts machen. Ja, ich bin auch schon wieder tot. Aber er ist auch tot.
Anfänger. Dann braucht er wahrscheinlich eine Kiste, genau. Danke. Ja. Ich fühle mich gerade so klein irgendwie. Die Relationen wurden verändert. Weiß gerade nicht. Kannst du da oben deinen Hammer reinwerfen? Oben rechts? Ich probiere gerade nochmal. Ah, das war wahrscheinlich. Ich meinte eher die Wand da rechts. Die sieht doch so aus wie oben. Wie durchbrechbar. Oh. Gleich wieder da. Ich mache mich mal nochmal ganz gesund. Na, ich würde sagen, hier einfach noch eine Kiste oder zwei noch hier rauf und dann müsste man doch eigentlich da oben rüberspringen können, oder? Genau, und da vielleicht noch eine kleine Kiste, eine etwas kleinere Kiste oben drauf, dass man hier sozusagen die Kante nutzen kann, ja. Ja. Hui. Ja, wenn du da sogar hochkommst, mache ich irgendwas falsch. Der Pfad ist hier zu Ende. So. Und es ist ein langer Weg nach unten. Wie soll ich nur entkommen? Hilf mir, kleiner Baum. Lass deine Zweige lang und stark werden, damit ich weiterkomme. Isabel? Kleiner Baum. Sie hat den Baum wachsen lassen. Wie mit Magie. Ja. Ach, das ist alles wissenschaftlich erklärbar. Die Helden hatten herausgefunden, dass Isabel in der Tat Rosabels Schwester war. Die Reise zurück zu Rosabels Haus führte das Trio an der Seite eines Berges herunter und durch gefährliche Spukwälder. Dann kamen sie schneller voran. Es schien, als würde der ganze Wald lebendig werden und ihnen helfen, sicher hindurchzukommen. In der Hoffnung, Rosabel überraschen zu können, steigen sie über den versteinerten Baum zu einem Balkon. Ja, stürmen wir das Versteck? Balkon ist nicht gut. Da, weil da ist immer der böse Zauberer drauf. Ja, und vor allem, na super, der Wald hätte uns auch mal vorhelfen können. Er ist ein bisschen schüchtern. Oh, eine Kiste. Ein Sammlergemälde und auch das gucken wir uns. Und oh, das ist nicht ganz so schön. Das ist, glaube ich, die böse Schwester. Ja. Aber... wenn man auf sowas steht. Ja, du kommst gerade ein bisschen abgehackt. Das ist irgendwie traurig. Sie sehen so glücklich zusammen aus. Wartet, da ist etwas hinter dem Bild. Seht mal. Ja, da geht's weiter. Lebst du mal? Ja, wie gut, dass ich gesehen habe, dass etwas hinter dem Bild ist. Ja, weil nur du hast das gesehen. Dafür muss man Magier sein. Ich will da nicht durch. Stell dich nicht so an und komm. Ich bin da nicht durch. Bin da jetzt durch dich durchgezogen worden. Ja. Prinzessin Isabel! Eure Ritter sind hier! Wacht auf, Eure Majestät! Könnt ihr uns hören? Seid ihr verletzt, Prinzessin? Wir werden euch gleich befreien! Die Helden schrien und riefen nach der Prinzessin, doch erwachte sie nicht aus ihrem todesähnlichen Schlaf. Sie kann uns nicht hören. Sie scheint bewusstlos zu sein. Natürlich der Schlafzauber! Er ist nahezu unumkehrbar. Ihr solltet nicht hier sein. Da kommt die böse Schwester. Das Seelenartefakt ist also an euch drei gebunden. Ich frage mich, was passiert, wenn ihr alle sterbt. Wir werden am letzten Checkpoint wieder. Das Artefakt wird dir niemals... Richtig. Damit kommst du nicht durch, wie auch immer dein übler Plan aussieht. Schweigt, Gesindel! Es war nicht meine Absicht, dass der Wald Isabels Macht stiehlt. Aber mit eurem Artefakt kann ich dieses Land wieder in Ordnung bringen. Zuerst muss ich euch drei loswerden. Lasst mich euch mein kleines Haustier vorstellen. Der Kraken?
Ein Pudel? Oh, das ist ein Hund sicherlich. Diesmal in echt? Ein Drache. Oh. Hier links ist, warte. Ja. Nicht der Drache. Und ein... Der hat verschiedene Trefferzonen irgendwie. Mit herzlichen Grüßen. Ja, also ich glaube momentan ist. Zieht auf die Ohrringe! Auf welche Ohrringe? Auf die Ohr. Auf seine Ohrringe. Das Unvermeidliche nur hinaus. Ich und kann man hier... auf der anderen Seite auch was machen? Ja, wahrscheinlich muss ich das Wasser nach da leiten. Warte mal. Ja, hier wächst jetzt auch so ein Ding. Ich wäre Königin geblieben, wenn ein Ohrring ist, glaube ich, schon weg. Ja, ja. Zwei sogar. Ja, also ich verstehe da oben noch immer nicht ganz, was die aktuelle Trefferzone sein soll. Du musst warten, bis die Dinger leuchten. Die leuchten? Ja, an dem Drachen selber. So wie jetzt. Ah, der unten. Ich verstehe. Ich bin dann tot. Erledige nun den Rest von ihnen. Danke. Glaubt ihr, wo kann man wiederbeleben? Sein Wille ist ein Kampf. Da oben ist so ein rechts. Ach, rechts und links oben, ja. Ja, ich kümmere mich mal erstmal hier ein bisschen um das Kleinviech. Du bist alleine? Ich bin vor allem gleich tot, glaube ich. Ich versuche euch eben, wenn es noch irgendwie geht, wiederzubeleben. Nee. Ich glaube, links kannst du nicht, nur rechts. Ja. Oh. Die Helden hatten herausgefunden, Schade. Dass Isabel in der Tat... Ja, das überspringen wir jetzt natürlich mal. Mit herzlichen Grüßen. So, wir machen uns gerade hier links so. Also der Drache, der setzt sich zurück. Zieht auf die Ohrringe! Ja. Das wäre ja auch sonst ein bisschen zu leicht. Und ich kann da so gar nichts Sinnvolles machen. Ja, ich lasse hier gerade. Ich versuche gerade immer links die Pflanze baumen, also hochkommen zu lassen, damit ich den Drachen angreifen kann, aber Nein. immer. Wenn ihr zögert das so weit Unvermeidliche bin, nur hinaus. Verspringe ich mich, oder? Der Drache macht meine Pflanze kaputt. Er zittert vor Dein Verrat wird nicht ungestraft bleiben! Und ich wäre Königin geblieben, wenn der Wald nicht ihre Kräfte gestohlen hätte. Der Tod kommt dieser auch nicht Bauern immer so wieder. Hat anscheinend so eine Art Abstellzeit. Ich habe eine Show, ohne es zu merken. Oh. Da rechts kommen noch so Viecher raus, die mich gerade zerfleischen. So. Glaubt ihr, ihr könnt mein Haustier verletzen? Sein Wille ist an meinen Willen gebunden. Seine Stärke an meine Stärke. Ich hab uns mal wieder geheilt. Danke. Ich kümmere mich mehr gerade auch um die Haustiere. Oh, du könntest sonst eventuell uns gleich nochmal wieder... Hi, ich bin tot. Okay, wir brauchen nur noch das vorn rechts. Ja, ist halt die Frage, schafft ihr es trotzdem mich vielleicht noch wieder? Danke. Geh jetzt und überrenne sie. Ach, bei dem Horn rechts finde ich das aber ganz schwer zu sehen, wann das aktiv ist. Ah, jetzt ist es aktiv, okay. Tada! Geschafft! Hey! Irgendwie glaube ich das ja noch nicht. Oh, und sie ist gleich mit abgestürzt. Die Ranken, die die schlafende Prinzessin gehalten hatten, zogen sich zurück. Was
Was ist passiert? Lebe ich noch? Rosie! Überrascht sahen die Helden, wie Rosabelle in den unterirdischen See fiel. Isabel tauchte dem Schatten Rosabelles hinterher. Kurz darauf kehrte Isabel mit ihrer Schwester zurück. Danke für die Befreiung, Helden. Sehr erfreut, Frau Prinzessin. Wenn nur die Umstände heiterer wären. Rosie, sie war schon immer sehr stur. Braucht ihr etwas? Ein Handtuch? Ich will nur nach Hause. Ich fürchte, euer Schloss liegt in Trümmern. Ihr habt zudem ein paar echte Probleme mit den Rohren. Wie kommen wir hier wieder raus? Die Portale sind alle verschwunden. Da erschien der Trine und erfüllte die Höhle mit seinem goldenen Licht. Das Licht wurde wärmer und heller und hüllte alle in eine unsichtbare Decke aus Wohlbehagen und Sicherheit. Die Tunnel verschwanden aus ihrem Blickfeld. Der Trine brachte unsere Helden genau in den Wald zurück, in dem der Zauberer und der Ritter sich zu Beginn getroffen hatten. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Das Königreich ist gerettet und der Wald wieder normal. Wie denn nur? Isabels Magie hatte den Wald beeinflusst. Jetzt, wo sie frei ist, stimmt das Gleichgewicht wieder. Nein, ich habe das magische Wasser für meine Kartoffeln vergessen. Hier, ich habe eine ganze Haut voll davon. So ja, also bist du doch ganz anständig. Sie kostet 5 Goldstücke. Was? Du hast doch schon eine Krone. Die drei Helden sprachen die ganze Nacht über ihr großes Abenteuer, bevor sie morgens aufbrachen. Die Prinzessin und die Kürbisse wurden gerettet. Das Abenteuer neigte sich dem Ende entgegen. Ach, wunderbar. Die Kürbisse. Von wegen. Wir haben eine Überraschung. Der Kobold, der geht um. In einer schicksalsschweren Nacht schlichen finstere Gestalten durch den Wald vor Amadeus Hütte. Der soll sich nur blicken lassen, dieser Schuft. Oh, meine Frau. Das ist ja ein ganz schön Hausdrachen da. Ja. Kein Wunder, dass du gerne unterwegs bist. Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Lasst mich euch eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen, denen wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten, kehrten unsere drei tapferen Helden von ihrer Reise zurück. Amadeus, Pontius und Soja, die Helden des Trine, kehrten nach langer und beschwerlicher Reise endlich wieder in die Heimat zurück. Bin ich den Kobolden jetzt dankbar, dass sie meine Frau mitgenommen haben? Ja, ich glaube, wir hören einfach auf. Dekorationen waren überall aufgehängt worden, um die Heimkehr der drei zu feiern. Sie kehrten in der Taverne ein, um sich am Feuer zu wärmen und die neueste Kunde zu hören. Und Pontius, man ahnt es, sehnte sich nach einem großen Festmahl. Wirt, die Helden sind zurück und sie haben Durst. Ich muss nach Hause zu Margaret. Ich habe genug erlebt. Ich habe genug von Drachen. Ganz schön leer hier. Wo sind denn alle? Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen haben. Mal sehen. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir haben die Kürbisse gerettet. Kobolde! Kobolde vor den Mauern! Versteckt eure Kinder! Und ja, sehr schön. Geht's. Ja, und da dachte ich schon, das Spiel ist vorbei. Ja, hatte ich auch gehofft. Ich begebe mich mal zu dem Wiederbelebungsteam. Und stehe da ständig und. So, wir haben die Kobolde fast beseitigt. Ja, noch nicht ganz.
Jetzt aber. Und das ist jetzt dann eine Tasse Tee und frische Kleider. Erstmal das Episodenende. Ich hätte jetzt echt gedacht, das Spiel ist vorbei. Aber scheinbar sagt uns das Spiel, es ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir uns weiter hier kämpfen und vielleicht sogar auch die Frauen des Magiers wieder befreien. Mal gucken. Und darüber können wir noch reden. Bis dann. Ciao.